sondern... Da können wir ja gescheit miteinander reden. Ja, da können wir niederbayerisch reden. Ja. Sondern, weil wir da heute eine ganz falsche Vorstellung davon haben. Wir glauben immer, das große Genie Mozart lässt sich herab, um Musik zu schreiben für den skrupellosen Kasperl Schikaneder, der eigentlich nur mit Mozart ein gutes Geschäft machen will. Dem ist nicht so. Mozart und Schikaneder haben durchaus viele Ähnlichkeiten in ihrer Biografie. Ja, sie haben beide Eltern, oder in dem Fall vor allem eine Mutter, ja, bei Mozart eher ein Vater, ja, die wollen, dass aus ihren Kindern etwas wird, obwohl sie eben aus nicht so begütertem Stand kommen. Sie werden relativ früh eben auch vorbereitet auf irgendeine Form der, sagen wir mal, heute würde man sagen, Karriere. Sie sind beide eigentlich viel, viel auf Reisen gewesen, reisendes Volk. Ja, dadurch beide manchmal eben nicht so angesehen bei der Hocharistokratie. Das hat auch der Mozart für sich natürlich merken müssen, dass sie ihn eigentlich auch nur als fahrendes Gesindel betrachtet haben. Und so waren sich die beiden viel, viel wesensverwandter, als man annehmen mag. Der Mozart hat tatsächlich die Nähe gesucht zu der Welt eines Schikaneder, weil es war eine produktive Welt. Ja, da ist einfach was weitergegangen. Das war weit ab von den steifen und auch schlecht gewordenen Hoftheatern. Ja, dort ist das Volk hingekommen, das wollte Theater sehen, das hat sich stundenlang angestellt, saß stundenlang unter widrigsten Bedingungen in den Vorstellungen und hat diesen Theaterzauber geliebt. Und damit ist auch eine neue Form des Theaters geboren worden, die der Mozart gemeinsam letztlich auch mit dem Schikaneder aus der Taufe gehoben hat, die deutsche Oper, ja, die sich eben zur Wehr gesetzt hat gegen diese italienischen und französischen Moden und die gesagt hat, wir wollen, dass unsere Zuschauer uns verstehen, dass wir sie nicht nur im Geiste, sondern vor allem auch emotional und im Herzen treffen. Und da haben sie sich gefunden in ihrer Arbeit. Und man muss ja vielleicht eines sagen, die Zauberflöte ist ja eben nicht so ein Zufallsprodukt, sondern die hat eine Historie. Im Jahr vor Uraufführung der Zauberflöte 1790 hat Mozart schon einmal an einer Oper mitgearbeitet, die aus dem, ich sage jetzt mal, Hause Schikaneder kam. Sinnigerweise übrigens der Stein der Weisen. Ja, genau, da sind wir also wieder bei der nächsten Parallele, der Stein der Weisen. Eine Oper, an dem ein Komponistenteam zu einem Libretto vom Schikaneder die Musik gemacht hat. Henneberg, Schack, Gerl, also lauter Leute aus diesem Umfeld. Und auch Mozart hat einige Nummern dazu beigesteuert. Die Oper ist erst vor, ich glaube, gut 20 Jahren überhaupt entdeckt worden. Man hat sie heute, es gibt eine Aufnahme davon, sehr schöne Musik. Ja, Mozart hat ein tolles Duett geschrieben und vermutlich auch das gesamte Finale 2 komponiert. Also das heißt, es hat einen Vorgänger und diese Oper ist von ihrer Handlung, der Zauberflöte, unglaublich ähnlich. Also wirklich unbedingt vergleichens- und entdeckenswert. Und Mozart hat sich als zugehörig zu einem Team empfunden. Eben nicht der Halbgott, der herabsteigt und sich in die Niederungen des Volkstheaters begibt, sondern der hat es genossen, mit diesen Leuten, die er hochgeachtet hat, zu arbeiten. Da waren eben Leute dabei, die haben in dem Stein der Weisen gesungen und dann haben sie die Zauberflöte dirigiert. Ja. Und in der Zauberflöte gibt es Rollen, die ganz ähnlich sind diesem Stein der Weisen und war auch ähnlich besetzt. Und Mozart hat auch seine Zauberflöte genau für diese Stimmen geschrieben. Also er war begeistert von dieser Arbeit und eben nicht, ja, herablassend eingestellt, sondern er fühlte sich in dieser Truppe wohl. Und meiner Meinung nach wären der Zauberflöte noch viele andere Erfolge genau in dieser Art gefolgt, wäre Mozart nicht so früh gestorben. Ja, danke schön, Herr Reitmeier. 1766 ist er. In der Nacht vom 4. zum 5. der K&K-Hofkammer-Kompositeur, der Wolfgang Mozart, gestorben. Haben wir vielleicht irgendwas Fröhliches, das mich aufmuntert? Haben wir was aus der Zauberflöte? Fröhlich ist nicht. Aber Musik vielleicht, wenn es geht.
Von der Pamina vielleicht? Ja. Ja? Geht uns für den Fall nicht. Ich bin gerade ein bisschen. Seid so gut, spritz mal was. Sie ist allerdings so ziemlich das Traurigste, was es in der Zauberflöte zu hören gibt, aber auch etwas vom Allerschönsten. Das liegt daran, dass ich dann Ballerwatsch aufgeschrieben habe. Aber es hilft auch, wenn man traurig ist, was Trauriges hören.